Nichts da, das wird rausgeschickt. Ich stehe hier in Braunschweig auf dem Bundesparteitag von Die Basis mit Florian Pfaff, Major AD. Auch mal zur Prominenz gekommen, 2003, 2004. Am 20.03.2003 leider etwas prominent geworden, weil ich verweigert habe im Irakkrieg. Ja, und seit geraumer Zeit bei Die Basis als Mitglied, Gründer des AG Frieden, wenn ich das richtig verstanden habe, oder Mitbegründer? Ich weiß nicht, ob es die vorher gegeben hat. Ich habe auf jeden Fall bei mir im Kreisverband gesagt, der Friede ist das einzig wichtige Thema, mit dem die Basis punkten kann. Und dann haben wir eine AG Friede gemacht und dann habe ich irgendwann erfahren, da gibt es auch auf Bundesebene, kann durchaus sein, dass sie vor uns waren, was ich sehr gut fände. Gut, das waren jetzt die Eckdaten. Das waren die Eckdaten. Was mich, weswegen ich mit dir nochmal sprechen wollte, die Veranstaltung ist jetzt an ihrem dritten Tag und gestern gab es hier eine Gegendemo. Und da hat sich was ereignet. Da hat sich was Interessantes ereignet, nämlich die Gegendemo. Und die lief ungefähr wie folgt ab. Da waren ein Haufen da in der Einfahrt vorne gestanden. Und dann wollte ich, weil die nicht sehr auf unserer Linie zu sein schienen, wollte ich wissen, ob man sich mit denen unterhalten kann. Dass die einfach mal sagen, warum die da demonstrieren. Kann ja eigentlich nur gegen uns gewesen sein. Und wenn mich einer kritisiert, will ich ihm gerne fragen, was hast du denn gegen uns? Haben wir irgendwas falsch gemacht? Denn ich liebe den Konsens. Und dann bin ich da, wie gesagt, hin, habe versucht, die zu fragen. Gibt es einen, der mir sagen will, was ihr denn, ob ihr wirklich gegen uns demonstriert, gegen den Frieden und gegen die Freiheit und so weiter? Dann seid ihr für Krieg und für Unfreiheit. Und gab es aber niemanden, dem ich die Frage überhaupt stellen konnte. Denn da kam sofort ein Polizist. Gehen Sie mal einen Meter zurück. Dann bin ich einen Meter zurück von der Absperrung und habe nochmal versucht zu fragen. Aber die haben nur gebrüllt, Nazi-Schweine, Nazi-Schweine. So, ich war dann mit dem Helmut zusammen. Und dann... Wer ist der Helmut? Lassen wir jetzt weg. Es geht nur darum, ich habe einen Zeugen. Und dann habe ich eben dem Polizisten gesagt, ob er vielleicht helfen kann, zu fragen, ob es einen gibt, der sachlich reden will. Dann kam der, hat er tatsächlich gemacht, kam zurück und hat gesagt, nein, es will niemand mit Ihnen reden. Dann habe ich gesagt, dann stelle ich eine Strafanzeige hiermit wegen Beleidigung. Denn wenn mir einer nicht sagt, warum er mich Nazischwein nennt, dann finde ich das eine Beleidigung. Wenn er einen Grund hat, sage ich, okay, ist was anderes, können wir drüber reden. Wenn er aber gar nicht reden will, sondern nur beleidigen, sage ich, das geht mit mir nicht. So einfach war das. Und dann habe ich natürlich gesagt, weil der gesagt hat, können Sie auch sagen, wer da jetzt gerufen hat, sage ich, wie soll ich das machen? Die sind vermummt. Also bitte auch gegen die Vermummung von denen einschreiten. Das hat die Polizei getan, hat also zumindest nach Hinweis, dass wenn sie da jetzt nicht ermitteln, wer das war, dass sie dann ja Beihilfe leisten. Und da hat der gesagt, das wäre nicht nur Beihilfe, das wäre Strafvereitelung im Amt. Also auf Deutsch hat der auch gesagt, ja, da müssen wir jetzt einschreiten. Und dann hat die Polizei deren Personalien ermittelt und hat dafür gesorgt, dass sie keine Masken mehr tragen. Also aus meiner Sicht eine sehr große Hilfe, wie sich das im Rechtsstaat gehört. Also hat sich die Polizei neutral? Neutral verhalten und hat meine Strafanzeige entgegengenommen und hat eben das Notwendige, sprich die Ermittlung der Täter veranlasst und hat auch dafür gesorgt, dass keine weiteren Straftaten begangen werden. Also vermummen ist ja nicht erlaubt. Ja, erstmal danke für die Berichterstattung. Willst du zu dem Vorgang noch eine Bewertung abgeben oder willst du es einfach bei der Berichterstattung lassen? Also kurz und gut kann man sagen, die Gegendemonstranten sind offenbar nicht bereit, irgendwie sachlich zu reden, sondern wollen nur Hetze betreiben. Sonst hätten sie ja nicht gerufen Nazischweine. Und die Polizei hat sich sehr anständig und korrekt verhalten, zumindest nach Aufforderung. Dazu, vorher haben die ja geduldet, dass die vermummt da standen, hätten sie vorher eingreifen können. Da sage ich jetzt mal, vielleicht haben die das gemacht, um nicht zu eskalieren, will ich also die Polizei nicht abwerten. Aber danach, wie sie reagiert haben auf meinen Hinweis hin, das will ich sehr lobend erwähnen. Okay, aus welchem Umfeld waren die Demonstranten? Ist es bekannt oder... Das kann ich jetzt nur mutmaßen, will ich deswegen auch nicht ins Mikrofon sagen, aber es scheint sich darum, um Leute zu handeln, hier in ganz bestimmten einschlägigen Kreisen aus der Umgebung. Dankeschön. Gerne. Ich danke.